Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video von GUCKART. Auf diesem Kanal dreht sich alles um das realistische Malen mit Acrylfarbe. Mein Name ist Thomas und heute in diesem Video möchte ich mit dir diese saftigen Tomaten malen. Schritt für Schritt und mit Acrylfarbe. Übrigens, wenn du endlich beeindruckende Bilder mit Acrylfarbe malen möchtest, dann schau dir doch mal meinen neuen Masterkurs an. Dieser ist ab dem 1. Juli verfügbar. Damit wird das realistische Malen zum Kinderspiel. Garantiert. Den Link dazu findest du in der Beschreibung. Jetzt aber malen wir diese Tomaten. Bleib dran! Um diese Tomaten malen zu können, habe ich bereits eine kleine Leinwand vorbereitet und darauf die Tomaten gezeichnet. Die Palette für die Tomate besteht aus Weiß, Cadmiumrot, Cadmiumgelb und Phthaloblau. Bevor ich mit den Tomaten selbst beginne, mische ich zuerst einen Farbton für den Schatten, welche diese Tomaten auf den weißen Untergrund werfen. Dazu nehme ich etwas Rot und mische es mit Blau zu einem Violettton. Und dieses Violett helle ich mit Weiß etwas auf. Ich nehme jetzt diesen Rundpinsel mit Synthetikhaaren und male den Schatten unter die Tomaten. Ich beginne mit diesem hellen Violett. Mit etwas Weiß helle ich den Schatten noch weiter auf und helle dann den äußeren Rand des Schattens noch weiter auf. Noch ein klein wenig mehr Weiß. Dann verwende ich das etwas dunklere Violett und male die dunklen Bereiche des Schattens ganz nah an den Tomaten. Hier muss noch ein klein wenig aufgehellt werden. So, jetzt wäre der Schatten fertig gemalt. Als nächstes geben wir den Tomaten eine Grundfärbung. Dazu nehme ich rote Farbe und gebe ein klein wenig Gelb hinzu. Dadurch wird das Rot ein bisschen in die orangene Richtung gezogen. Noch mehr Gelb. Das gibt ein schönes Tomatenrot. Jetzt verwende ich diesen kleinen Katzenzungenpinsel und bemale damit die Tomaten mit diesem Rot. Und nun die andere ganze Tomate. Und bei dieser aufgeschnittenen Tomate wird nur das saftige Fleisch mit diesem Rot etwas vorgemalt. Im nächsten Schritt malen wir weiter in die dunkle Richtung und heben die dunklen Bereiche in der Haut dieser Tomaten hervor. Um dieses Rot abzudunkeln, gebe ich einfach etwas Phthaloblau hinzu. Das gibt ein wunderschönes dunkles Rot. Hierfür nehme ich wieder den Rundpinsel, da ich damit besser in die feinen Ecken fahren kann, und hebe jetzt die dunklen Bereiche der Tomaten hervor. Hier, wo das Grün der Tomate den Schatten darauf wirft, wird ebenfalls ein dunkler Schatten gemalt. Das sind jetzt die dunklen Bereiche der Tomaten. Als nächstes geht es in die helle Richtung. Dafür nehme ich das bereits angemischte Rot, gebe noch ein klein wenig mehr Gelb hinzu und helle das Ganze mit Weiß auf.
Mit diesem hellen Rot geht es jetzt einen Schritt in die helle Richtung. Mit diesem hellen Rot wird auch noch die aufgeschnittene Tomate bemalt. Die Schale der aufgeschnittenen Tomate muss noch etwas abgedunkelt werden. Als nächstes arbeiten wir an der aufgeschnittenen Tomate weiter. Ich mische nochmal eine neue Farbe an, und zwar Rot mit Gelb zu einem Orangeton. Und das Ganze helle ich mit Weiß ein klein wenig auf. Noch ein klein wenig mehr Gelb. Damit hebe ich jetzt die äußere Schnittkante der Tomate etwas hervor. Durch dieses Orange bekommt die aufgeschnittene Tomate mehr Leuchtkraft. Ich gebe noch mehr Weiß hinzu, direkt mit dem Pinsel, und helle das Ganze noch weiter auf. Hier male ich Strahlen ins weiche Fruchtfleisch hinein. Und dann noch eine Spur heller, mit noch mehr Weiß. Und mit fast reinem Weiß male ich den Strunk an der aufgeschnittenen Stelle. Ich gebe da noch etwas Gelb hinzu und setze damit etwas gelbliche Akzente in die aufgeschnittene Stelle. Als nächstes malen wir die Samenkörner, die in diesem weichen Fruchtfleisch stecken. Dazu nehme ich einfach gelbe Farbe und ein klein wenig von dem bereits angemischten Orange. Dadurch erhalten wir ein ganz helles Orange. Das wird noch heller, indem ich Weiß hinzugebe. Nun nehme ich wieder den Rundpinsel und tupfe damit die Samenkörner ins Fruchtfleisch. So sieht das Ganze schon ziemlich gut aus. Als nächstes geben wir den ganzen Tomaten ein glänzendes und somit plastisches Aussehen. Hierfür mische ich nochmal neue Farbe an. Ich nehme Rot, mische es wieder mit etwas Gelb und helle das Ganze mit Weiß auf. Beziehungsweise verwende ich nur ganz wenig von diesem angemischten Rot und gebe im Verhältnis ziemlich viel Weiß hinzu, um ein helles Rosa zu bekommen. Mit diesem hellen Rosa wird jetzt der Glanz auf die Haut der Tomaten gemalt. Wenn du endlich beeindruckende und realistisch wirkende Bilder mit Acryl malen möchtest, dann schau dir doch mal meinen Masterkurs an. Damit lernst du das realistische Malen mit Acryl von Grund auf. Den Link dazu findest du in der Beschreibung. Und zu guter Letzt werden mit reinem Weiß die Glanzlichter hineingemalt. Auch die aufgeschnittene Tomate bekommt jetzt ihr Glänzen. Damit das Ganze schön fruchtig und saftig aussieht, wird auch hier mit reinem Weiß das Glänzen hineingemalt. Ich nehme etwas weiße Farbe auf den Pinsel und ziehe jetzt hier die Glanzspuren hinein. Jetzt sieht diese aufgeschnittene Tomate richtig schön saftig aus. Als letztes fehlt nur noch das Grün dieser beiden Tomaten. Dazu nehme ich einfach gelbe Farbe und mische etwas Blau hinzu. Du siehst, das gibt ein schönes Grün. Noch etwas mehr Blau. Nun bemale ich mit diesem Grün die grünen Blätter dieser Tomaten. Als nächstes malen wir die dunkleren Bereiche in das Grün dieser Tomaten.
Dazu mische ich einfach nochmal mehr Blau zu diesem bereits angemischten Grün und gebe ein klein wenig Rot hinzu. Damit hebe ich jetzt die dunkleren Bereiche, also die Schattenbereiche im Grün der Tomaten hervor. Und als nächstes geht es in die helle Richtung. Hier nehme ich einfach noch weiße Farbe mit dem Pinsel und mische das in das bereits angemischte helle Grün. Jetzt hebe ich damit die hellen Bereiche hervor. Und mit weißer Farbe und ganz wenig Grün hebe ich noch den Strunk hier am Stiel hervor. So, nun sind diese Tomaten fertig. Du hast gesehen, wie du mit nur drei Farben und Weiß wunderschön saftige Tomaten malen kannst. Wenn dir dieses Video gefallen hat, so lass mir doch einen Like da oder abonniert gleich diesen Kanal, um keine neuen Videos zu verpassen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ciao, bis zum nächsten Video.